Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Tutorial über Zufallszahlen. Ich habe hier mal eine kurze Form vorbereitet. Und ja, wenn man auf Los drückt, soll in dieser Textbox eine Zufallszahl zwischen dem Wert hier und dem Wert hier erstellt werden. Und als erstes müssen wir dafür eine Variable erstellen. Also dim, ich nenne sie mal Zufallszahl. As new. Und dann ist das System.random. So, und wenn jetzt halt auf den Button geklickt wird, dann soll Textbox1.text gleich Zufallszahl.next sein. Also das bedeutet, dass er eine Zufallszahl würfelt. Und da muss jetzt halt als erstes eine Zahl angegeben werden, der Mindestwert. Also ist das bei uns numeric up down 1 Punkt value und dann der Maximalwert plus 1, weil der Maximalwert ist die Obergrenze, die aber nicht mit eingezählt wird, die wird nicht mit eingenommen. Also numeric up down 2 Punkt value plus 1. Gut. Probieren wir das gleich mal aus. Ich mache mal Play. Und dann geben wir mal zwischen 1 und 5 ein. Wobei ja zwischen ist jetzt nicht ganz richtig. Ist 1 und 5 sind jetzt hier mit eingenommen. Das wäre ja eigentlich zwischen 1 und 5 nur 2 bis 4. Aber egal. 5, 2, 5, 5, 4, 1. Das sind alle Zahlen zwischen 1 und 5. Und dann mache ich das mal auf 10. Und dann kommen auch 7, 9, 8. Also es klappt gut. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.